Wir sind nicht solche, die zurückweichen. Hebräer, Kapitel 10, Verse 35 bis 39, Übersetzung Schlachter 2000. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen der, da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Habakkuk 2, 3 bis 4. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Den Willen Gottes für das eigene Leben zu erfahren und herauszubekommen, ist wohl eines der wichtigsten und am sehnsüchtigsten erhofften Wünsche, die man als Christ haben kann. Was will Gott für mich? Es gibt einen allgemeinen Willen Gottes, wie die Absicht, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Aber es gibt auch einen sehr persönlichen Weg, den Gott in seiner Souveränität jedem einzelnen Christen individuell verordnet hat. Es gibt zwar ein ewiges, gemeinsames Ziel für alle Glaubenden, aber es gibt für keinen eine fromme Schablone für das Leben davor. Es ist ein direkter und praktischer Bestandteil unserer Nachfolge durch Glauben, Vertrauen und praktische Hoffnung, begründete Hoffnung, Gottes Reden und seine Wege für uns in aller Geduld aktiv herauszufinden und eben auch Geduld zu investieren. Das wird uns zugemutet. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, 2: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist außerdem der Wille Gottes für seine Kinder, dass sie in der Heiligung leben. 1. Thessalonicher 4, 3. Ich würde das für mich so definieren wollen, dass wir mehr und mehr erkennen und verinnerlichen müssen, dürfen, wie schlimm und böse die Sünde und wie groß und herrlich die Erlösung durch die Gnade und Liebe Gottes bei mir persönlich ist und das jeden Tag. Und zwar durch den Glauben an den gekreuzigten Sohn Gottes, der mir meine Sünden am Kreuz durch sein Blut vergeben hat und dass die Gerechtigkeit Jesu meine Gerechtigkeit werden durfte durch den Glauben. Und je mehr mir das bewusst wird und je mehr das auch geschieht, dass mir diese Gnade bewusst wird, umso mehr werden wir auch verwandelt und der Welt gegenüber unangepasst. So etwas lässt sich wohl nur unzureichend theoretisieren und erklären. Und letztlich ist das ja auch der Unterschied zwischen einer aufgesetzten Religiosität und Pharisäertum und einem inneren Zerbruch und einer persönlichen inneren Kapitulation vor Gottes Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Oder kurz gesagt, in der Praxis des Lebens erfahren wir den Unterschied zwischen Gut und Böse. Und wenn wir uns für das Gute entscheiden wollen und somit dem Bösen bewusst absagen, gehen wir einen geheiligten Weg. Auf diese Weise erfahren wir dann auch in aller Geduld und Ehrlichkeit, wo unser Platz ist und wo ich ganz individuell meine Bewährungen erleben und erfolgreich gestalten kann. Gott wird uns dabei helfen, wenn wir ihn darum bitten. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Ein letzter Anreiz für standhaftes Ausharren ist die Furcht, Gottes Missfallen zu erregen. Der Verfasser zitiert weiter aus Habakkuk und zeigt, dass ein Leben, das Gott gefällt, ein Glaubensleben ist. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Dies ist das Leben, das Gottes Verheißungen annimmt, das Unsichtbare schaut und bis ans Ende durchhält.
Andererseits ist das Leben, das Gott missfällt, das eines Menschen, der dem Messias abschwört und zu den überflüssigen Opfern des Tempels zurückkehrt. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Der Verfasser zeigt nun schnell, dass er und seine Mitgläubigen nicht zu denen gehören, die zurückweichen zum Verderben. Das trennt die Abgefallenen von echten Christen. Abgefallene weichen zurück und gehen verloren. Echte Gläubige glauben und bewahren ihre Seele vor dem Schicksal des Abtrünnigen. Und dazu gehört eben dann auch die Einsicht, dass man tatsächlich von der Finsternis von Gott ins Licht geholt wurde, vom Elend eines sündigen Lebens zur herrlichen Befreiung eines erlösten Lebens. Paulus drückte es in Römer 7, 24 und 25 bei sich so aus: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Martin Luther suchte seinerzeit flehentlich einen gnädigen Gott, nachdem er erkannte, diesem Herrn niemals gerecht werden zu können und ebenso wie Paulus elend und verloren zu sein, ohne die unverdiente Gnade Gottes. Wenn wir herausfinden durften, von was wir erlöst wurden durch das teure Blut Jesu Christi, nämlich dem Bösen, der Sünde, dem Unglauben, dem Tod und dem Teufel, dann fangen wir an, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben, so wie in aller Geduld praktisch an die lebendige, greifbare, begründete Hoffnung zu glauben, die uns im Wort Gottes offenbart ist. Der Schmerz der Sünde und die Willkür und Unzuverlässigkeit des gottlosen Lebens treibt uns in die Arme des Erlösers. Der König David schreibt in Psalm 25, Verse 3 bis 5: Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Und wenn wir alt geworden sind, können wir immer noch jeden Tag etwas dazulernen. Um den allmächtigen Gott kennenzulernen, werden wir die ganze Ewigkeit brauchen. Und jetzt können wir schon damit anfangen. Wir glauben an einen freundlichen und liebevollen Gott, der alles, nämlich sich selbst, hingegeben hat, damit wir als erlöste Kinder Gottes die Ewigkeit mit ihm und allen Heiligen verbringen dürfen. In Jakobus Kapitel 5, Verse 7 und 8 lesen wir: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Auch hier geht es um Geduld anhand des Bildes eines Landmannes, der sät und nach einer vorgesteckten Zeit dann auch erntet. Will heißen, dass die Ungerechtigkeiten dieser Welt und Gesellschaft einmal enden werden. Wenn wir persönlich von manchem Leid betroffen sind, sollen wir uns anderen gegenüber, denen es auch so ergangen ist, tröstlich und versöhnlich uns verhalten und uns nicht argwöhnisch begegnen. Entsprechend steht in Jakobus 5, 9 und 10: Seufzt nicht wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür, nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Manchmal muss man unter schwierigen Umständen zusammenarbeiten. Und da ist es doch eher hinderlich und demotivierend, wenn jeder dem anderen nur immer sein Leid klagt und über diese Welt und Gesellschaft schimpft. Gott weiß ja Bescheid. Wir sollen nicht richten. Stattdessen in geschwisterlicher Weise gemeinsam fest im Glauben stehen, sich einander stärken, füreinander beten, sich dienen, sich motivieren, sich trösten und nicht zurückweichen. Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu ist nicht mehr weit. Gott segne euch.